Ah, es ist eine lange Geschichte. Ich kenne natürlich den Dominik Hemmer von USB Enterprise sehr, sehr gut. Und im Laufe dieser Zeit hat sich natürlich auch die Nathalie ergeben. Nicht? Und man hat sich bei einem wunderbaren Auftritt in der Untersteiermark, haben wir uns wirklich getroffen. Es war da Richtung Gamlitz runter. Und es hat sich dann ergeben, es war sofort nicht Liebe auf den ersten Blick, aber man hat sie verstanden. Sie ist eine ganz charmante Dame, eine tolle Sängerin. Ja, es hat einfach gefunkt und man sieht, heute stehe ich hier, darf ich hier stehen. Du bist pures Dynamit, explosiv, ich bin verliebt. Das Spiel mit dem Feuer fängt schon wieder an. Du bist unberechenbar, zwischen Liebe und Gefahr. Die Schatten der Sehnsucht hab ich längst besiegt. Dynamit. Nathalie Holzner kenne ich sicher schon 2-3 Jahre, habe ich sie so am Radar, wo wir so oft bei Veranstaltungen zusammengekommen sind. Und ich muss sagen, sie hat sich wirklich, wirklich auf gut kärntnerisch ausgemausert. Und ja, und das, was sie da heute auf die Füße gestellt hat, am Abend da in Lanach, ist wirklich genial. Also es ist super, super Kamerateam da. Von wo sind die? VolksTV. Genau, von VolksTV. Und die? Vom VolksTV, das ganze Team ist natürlich genial. Keine Wahl, Gefühle explodieren. Du bist pures Dynamit, explosiv. Du, witzigerweise haben wir uns letztes Jahr im, ich will jetzt nicht lügen, im Frühjahr, Sommer kennengelernt. Nathalie hat oder ist bei derselben Plattenfirma, noch bei MCP wie ich auch, und Nathalie hat einen Duettpartner gesucht. Und ja, letzten Endes hat ihr Mann das so ein bisschen eingefädelt. Wir haben E-Mail-Kontakt hergestellt, er hat mir ein Playback geschickt, er hat gefragt, hast du Lust drauf zu singen? Ich habe ja gesagt, habe drauf gesungen. Und so kam es dann, dass wir zusammen am Gardasee unsere erste Sendung drehen oder den ersten Song drehen durften. Es war verbunden mit meiner eigenen Fernsehsendung am Gardasee, einmal rundherum. Und so kam es zur Zusammenarbeit. Pures Dynamit. Ich bin verliebt. Nathalie kenne ich ja schon ein bisschen länger und es ist einfach wirklich super toll, mit ihr zu arbeiten.